Nein, es ist eigentlich kein Ratgeber, weil die Probleme kann man nur selber meistern und da kann man keine Tipps erwarten, weil die eh nichts wirken. Wer Kinder hat, weiß das. Es hat mich nur immer eins gestört. Ich habe mal den Satz gesagt, ich liebe meine Kinder über alles, vor allem wenn sie 2 Wochen bei meinen Schwiegereltern sind und alle gucken mich ganz schockiert an und dann habe ich gesagt, hallo, es geht euch doch genauso, nur keiner gibt es zu. Und dann habe ich gedacht, da schreibe ich über das Thema, schreibe ich ein Buch. Die wichtigste Regel ist, dass man die Sachen mit Humor nimmt, dass man sich nicht allzu ernst nimmt. Das hört meine Frau natürlich sehr ungern, dass ich sie nicht ernst nehme, aber sie nimmt mich auch nicht ernst. Und meine Kinder nehmen mich vor allen Dingen überhaupt nicht ernst. Also insofern ist die Toleranz und das Betrachten der Situation und der Geschehnisse mit halb zuenden Augen und ein gewisses Maß an Abwesenheit immer zu empfehlen. In vielen, ja, weil der Kinderwunsch meiner Meinung nach fast immer von der Frau ausgeht und der Mann macht gerne mit, weil er ja nicht weiß, was ihn erwartet. Die Frau weiß, was sie erwartet. Vielleicht ist das angeboren, ich weiß es, ich kann es ihr nicht sagen. Aber dann sind die Männer plötzlich in diese Situation, dass sie eine Frau haben, die schwanger ist und sie wollen keine Fehler machen, geht ja schon los mit dem Bauch. Um Gottes Willen, mach das nicht. Ich weiß, dass ich mit meiner Frau ins Kino gegangen bin, dann wollte sie irgendwann einen sehr lauten Bergsteigerfilm sehen, wo die andauernd abstürzten. Und das hat mich wahnsinnig beunruhigt. Ich habe dann noch meine Daunenjacke auf ihren Bauch gelegt, weil man weiß ja so gar nichts über die Vorgänge in diesem Bauch. Und dann geht das ja weiter. Dann wird dieser Bauch irgendwann mal, bringt das Baby auf die Welt und man ist sehr, sehr unsicher. Ich glaube, wir tun es da sehr viel schwerer als die Frauen. Also das ist ein Schlüsselerlebnis gewesen. Das war eine Frau, die ich gar nicht kannte. Und ich war einkaufen und dann hatte die einen Boxer und einen Cocker Spaniel und ein Baby im Kinderwagen. Und der Boxer hatte sich verheddert irgendwie in diesem Kinderwagen und rannte nach rechts. Der blöde Cocker Spaniel roch irgendwie was zum Fressen nach links. Und diese arme, verzweifelte Frau kämpfte, weil der Kinderwagen sich in die falsche Richtung bewegte. Und da habe ich mir das angeschaut und gesagt, wie bescheuert muss man eigentlich sein, dass man sich solche Dinge antut? Und dann habe ich einfach mit offenen Augen geguckt und habe immer gesehen, wie viele Frauen, die kleine Babys haben, mit Kinderwagen Hunde haben und mit diesen auch noch spazieren gehen. Also Kinderwagen, Hund. Schwieriger kann man sich das Leben nicht machen. Bei uns ist der Hund sehr viel später erst dazugekommen und natürlich, klar, gefragt wurde ich nicht. Ich habe in Mallorca gedreht und als ich zurückkam, war dieses süße kleine Hundchen da. Und in dem Moment, wo der in die Küche kackte oder ins Wohnzimmer kackte, war wie in einem Wunder kein Mensch da. Ich hörte nur Autos starten, Fahrrad klingeln, alles sternförmig stiebte auseinander. Selbst der Hund hat sich verdrückt. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist das wahrscheinlich bei allen anderen auch so. Ja, das Gute ist ja, dass man Kinder liebt und sie manchmal an die Wand klatschen könnte, weil sie einem so auf die Nerven gehen. Aber niemals kam man auf die Idee, sich von seinen Kindern zu trennen. Also jetzt, wer normal tickt, würde ich sagen. Das ist ja in einer Partnerschaft ganz anders. Also ich kann mich oft erinnern, dass der Ehering durch die Gegend flog und dann meine Frau heulend den 2 Tage später suchte, weil er irgendwo lag, wo sie nicht mehr finden konnte. Da ist es viel ernster, bei den Kindern nicht. Weggewünscht habe ich es mir eigentlich nie, weil ich bin jetzt gerade zum Beispiel eine Woche alleine, weil meine Kinder sind gerade bei meinen Schwiegereltern und meine Frau arbeitet in Berlin und die ersten 2 Tage waren toll, ich habe alles liegen lassen, ich konnte endlich mal so leben, wie die die ganze Zeit leben, aber jetzt fehlen sie mir, muss ich ganz ehrlich sagen, sogar der blöde Hund. Absolut, absolut, weil letztendlich ist mir,
ich bin ja nun ein älterer Vater, klar geworden, dass ich bin natürlich in einem Beruf, wo ich sehr schnell gelernt habe, dass Karrieren und Erfolg nichts bedeutet. Die Leute wissen heute nicht mehr, wer Peter Persetti war oder Martin Held oder die großen Stars meiner Anfangszeit. Und da wurde mir sehr deutlich und sehr brutal klar, weil die haben alles geopfert. Die haben ihre Ehen geopfert, ihre Kinder geopfert, die haben alles ihrem Beruf untergeordnet. Und jetzt werden wir allgemeiner. Es lohnt sich nicht, seinem Beruf oder seinem Gelderwerb alles unterzuordnen, weil das Einzige, was übrig bleibt, und das sehe ich wiederum an meiner Frau, die ein unglaublich gutes Verhältnis mit ihren Eltern hat, und das ist das Einzige, was übrig bleibt. Und das wurde mir in einer solchen Vehemenz klar, dass es für mich gar nicht schwer war, die Entscheidung zu treffen. Ich sage immer so aus scherzhaft, die einzige Frau, die an meinem Grab weinen wird, wird meine Tochter sein. Übertrieben. Aber Sie wissen, was der Kern ist. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Womöglich. Vielleicht weint ja meine Frau auch. Aber auch nur, weil ihr Schwarz sehr gut steht.